So, ja, ich habe eigentlich an, ich habe also geil. Also ich nehme jetzt eigentlich seit 10 Minuten auf. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das Problem war, warum jetzt irgendwie. Also ich glaube, ihr habt kurzen Zeitpunkt von der Aufnahme gesehen. Aber da glaube ich die Festplatte bei den ganzen Szenarien, wenn sie geladen werden, immer so extrem am Arbeiten ist und ich dann zweimal geschadet habe, was beim ersten Mal nicht funktioniert hat, habe ich das wahrscheinlich danach wieder abgebrochen. Ja, wir fahren mit SIFA und PZB. SIFA funktioniert aber nicht, fragt mich nicht warum. Ich habe SIFA, also SIFA war bereits eingeschaltet. Ich habe SIFA dann nochmal aus und wieder eingeschaltet. Es ist immer noch nicht so, dass es funktioniert. Ja, wie gesagt, das Video ist nach jetzt 10 Sekunden, nach 10 Sekunden, 10 Minuten kürzer, weil, ja. Gut, dass ich gerade eben gedacht habe, okay, guck mal, wie viel hab ich, guck mal kurz rüber auf dem anderen Bildschirm. Meine Fresse. Ja, gut. My bad, I'm sorry. Keine Ahnung, ob ich euch begrüßt habe oder nicht. Ansonsten fühlt euch begrüßt. Es ist bisher eigentlich auch nichts Wildes passiert, also wir sind eigentlich nur gefahren. Ich habe mich gewundert, warum SIFA nicht funktioniert und warum ich SIFA noch nicht drücken musste. Was war es im Grunde genommen? Mehr ist bisher nicht passiert. Jetzt wiederum echt belastend. Dann gehen wir mal runter auf 100 Kilometer pro Stunde. Das Video wird ein bisschen kürzer sein, als es eigentlich sein sollte, aber ist dann halt so, wie es ist. Ich kann gleich mit dem Bahnhof nochmal gucken, ob ich jetzt das mit SIFA nochmal neu an- und ausmachen kann, ach, reaktivieren kann oder so. Aber ja. Läuft, würde ich sagen. Ja, ich habe auch eingestellt hier, was habt ihr wahrscheinlich auch nicht gesehen, dass ich hier Siegen eingestellt habe, was nicht an der Tafel angedingst war. Draußen angezeigt wurde. Ganz hinten drin. Aber trotzdem noch ein Stückchen weiter. Wobei belassen wir das, wir sind pünktlich, dann nehmen wir die Zeit mit. So. Gibt es denn das auch auf der anderen Seite? Lagerstüren. Öffnen. Sind die jetzt offen? Nö, warum sollten sie auch? Warum sollte das auch funktionieren? Ist auch wieder belastend. Ja, Hundenburg, wir haben es zumindest endlich mit. Was ist endlich? Dieser Regen. Sitzen überhaupt welche Leute drin? Schon? Oder will keiner einsteigen? Ich habe das Gefühl, wir können einsteigen, wenn ich ehrlich bin.
Und die sind alle woanders. Ja, gut. Vielleicht bekommen wir noch Gesellschaft und wir kriegen den Zug noch ein bisschen voller. Mal schauen. So, dann. Ich will das einfach mal probieren. Das funktioniert jetzt, aber zumachen nicht. Aufmachen nicht. Muss ich nicht verstehen. Lösen. Und der Abfahrt geht's weiter. Abfahrt geht's weiter. Ja, und weiter geht's. Nächster Halt lädt Mate in 3,5 Minuten. Dass manchmal der Ton nicht kommt, ne, das. Es verwirrt mich ja schon und schwickelt mich immer noch mal mehr drauf zu drücken. So, haben wir es gleich, haben wir es gleich, haben wir es gleich, wir haben es. So, da haben wir 90. Ich wollte ja hier Dings ausschalten, nochmal einschalten, ne? Aber es kommt nur hier Tunnel einfach, deswegen belassen wir das erstmal dabei. Und auch nicht. Was macht das? Ist, hier, ihr seht's ja, also Sie-Versicherung an. Jetzt habe ich sie ausgemacht, jetzt mache ich sie wieder an. Aber das will einfach nicht. Ist dann halt so, interessiert mich dann auch nicht weiter. Was nicht will, das will er halt nicht. Dann dürfen wir 10 km pro Stunde schneller fahren. Eineinhalb Minuten haben wir noch. Dort sein sollen. Dann gehen meine Eisen. Mich auch wieder ein bisschen an die Bremskraft gewöhnen, aber das kriegen wir ja auf diesem Szenario bestimmt schon hin. Ist ja lang genug. Ach, 100 Meter, 10 Meter. Gibt ja noch Berichte über sich verschlimmernde Zustände sind eingelangt. Im Falle einer Störung sind war die Wartungsmannschaft nicht erreichbar. Belastend. Wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir mehr wissen. Machen Sie vorerst normal weiter. Ich kann mich an das Szenario nicht mehr erinnern, das ist einfach zu lange her. Jetzt geht das. Warum geht denn das jetzt und gerade. Hä? Tu einfach mal so, als ob das normal ist. Genauso, dass es normal ist, dass hier keiner einsteigen will.
Ja, Herbststurm passt jetzt nicht, wäre ja eher so ein Frühjahrssturm, aber Szenario ist Szenario. Ah, dann wollen wir gleich die Türen Türen schließen. Setzen. Können wir schon mal die Bremsen lösen. Nächster Halt Altena um 19:30 Uhr. Alles klar, das kriegen wir doch hin. Sieben Kilometer Luftlinie. Ich bezeichne es einfach mal als Luftlinie, weil das ist halt irgendwie zum. Ja, es ist halt. Ja, von der Strecke. Also ich fände es halt besser, wenn es halt die Streckenlänge wäre zum nächsten Stop. Man kann halt auch nicht alles haben, ne? Also würde halt mehr Sinn machen als Luftlinie. Also keine Ahnung, Luftlinie macht halt für mich nur Sinn, wenn wir jetzt hier nicht im Zug sitzen würden, sondern im Flugzeug. Also. Also muss ich verstehen, dass es bergauf geht, wir ohne Leistung zu geben immer noch so stark. Okay. Stark ist jetzt auch wieder relativ gewesen. Oder geworden. Das wird er noch beschleunigen. Frag mich auch diese Punkte, in welchem Abstand die sind. Also das ist ja in einem bestimmten Strecken. Eine bestimmte Streckenlänge. Ich würde jetzt fast sagen, eine Streckenlänge von 500 bis 1000 Meter vielleicht. Wie gesagt, das macht mich echt ein bisschen nervös, dass ich keinen, dass ich, dass man teilweise halt den Sound von nicht hört, wenn man auf wachsam geht. Beziehungsweise bestätigt. PZB. Auch wenn man es vielleicht nicht muss, aber. Lieber einmal zu viel draufdrücken als einmal zu wenig. Oh, wird so noch langsamer, okay. Müssen wir nicht unbedingt anhaben, wenn wir sowieso im Tunnel sind.
ist ja schon ein bisschen hypnotisierend beruhigend, der die Wirkung des Scheibenwischers. Nicht nur die Bewegung, sondern auch die Geräusche dazu. Drei Minuten sollen wir da sein, okay. Ja, gut. Ich weiß nicht so genau, ob wir das schaffen oder nicht. Aber wir dann sehen. Bei. Müsste eigentlich passen. Können uns doch ausrollen lassen, was das betrifft, oder? Und das ist nur immer noch kurzzeitig einspringen. Das sollte reichen, oder? Ah, passt. Wunderbar, 70 haben wir auch erreicht. Altena ist so gut wie in Sicht. Ist schon schön, auch hier so im Nebel zu fahren. Okay, also der Tunnel, der ist so kurz, da lohnt es sich gar nicht auszuschalten. Wir dürfen wieder auch ein bisschen beschleunigen. Dauert aber noch ein bisschen. Können wir eigentlich auch schon wieder ein bisschen beschleunigen. Wobei, wir sind ja jetzt auch gleich vor Ort, da müssen wir auch nicht weiter beschleunigen. Zeitlich gesehen sind wir gut in der Zeit. Können wir uns auch den Rest noch ausrollen lassen? Aber schön, dass es doch funktioniert hier mit den Türen. Alles gefunden habe. Passt doch, also das ist doch gar kein Problem hier. Belasten, dass das hinten nicht anders. Kann man das irgendwie einstellen? Nee, ne, das kommt man glaube ich nicht. Oh. Ich glaube, ich weiß, warum sich von nicht an war. Hoppla. Wäre jetzt schon teilweise praktisch mal mit der Kopplung auch hinten das so gesehen, die Lichter anmachen. Aber ja. Das per Kopplungssystem so ging das nach hinten auch. Hinten, wenn man vorne sagt, okay, hier, ne, da wo ich gerade drin bin, möchte ich gerne hier Signallichter haben, dann dass dann hinten halt die roten sind. Okay, dann fahren wir jetzt auch mit Sifa. Vergesst, was ich gesagt habe. Meine Fresse. Ich denke, wir wissen das jetzt PZB allgemein auch an oder nicht? Dass ich hier irgendwie was noch.
PZB scheint an zu sein. Ja. Das jetzt war vielleicht zu stark beschleunigt. Faszinierend. Das ist ja alles heute sehr eigenartig. Nächster Halt Werdohl. Schub wird nochmal nachgelassen. Ist nachgelassen. Komm, Bremsen noch wieder lösen und uns weiter Richtung Siegen machen. Wenn man kämpfen muss, man wieder ein bisschen den Berg hinauf. Ja gut, was heißt kämpfen? Also. Immer kaum was hinten dran. Hoppla. Von daher passt das ja. Okay, in 4 Kilometern geht's. Ich würde sagen, weiter runter, aber geht weiter hoch. Mich wundert, dass wir trotz, obwohl wir so häufig unter dem Limit fahren, auch schon, oh, also 5 Kilometer pro Stunde unter dem Limit, sind halt schon ein paar Sekunden oder ein paar Minuten. Also es wundert mich, dass wir trotzdem noch so gut im Rahmen sind. Ich bin mal gespannt, ob wir es zeitlich schaffen. Bezweifle ich jetzt ja gerade irgendwie. Mai 2,1. Ah, werden wir sehen. Also. Ich bezweifle es dennoch. So, Mini. Also, es heißt ja, also zumindest in den Tutorials heißt es ja eigentlich immer, wenn man das Tempo halten will, soll man den Leistungstrick darauf ausmachen. Das ist die Frage, ob das in diesem Fall Minimum, ob das jetzt bringt oder mehr bringt als Dings. Aber ist eigentlich auch prinzipiell egal, zeitlich sind wir eigentlich ganz gut beisammen. Ich hoffe mal, dass wir nicht so viele, ich sag mal, okay, Minuspunkte kann man es eigentlich nicht nennen, aber dass wir nicht so viele Punkte verlieren, wenn wir über dem Limit fahren. Weil das geht ja halt immer noch um Medaillen, ne? Darf man halt nicht vergessen. Also geht natürlich auch noch um Medaillen.
geht natürlich nicht nur um Medaillen, aber Medaillen sind ja mittlerweile auch im Spiel. Von daher liegt der Fokus ja auch ein bisschen auf die Medaillen. Jetzt dürfen wir wieder 90 Kilometer, okay. Okay, 90 Kilometer, um dann später wieder auf 70 runter zu gehen. Dann beschleunigen wir halt für das kleine Stückchen. Gelbes Signal, okay. Okay. Sollte dann ja gleich das nächste Vorsignal kommen. Okay, dann müsst ihr mir jetzt mal in den Kommentaren schreiben, was das jetzt war. Also, warum ich jetzt einen Zwang bekommen habe. Würde ich ja schon gerne verstehen. Ich meine, ich habe es ja eigentlich gelöst, also. Es sei denn, ich löse es erst, wenn das. Wenn da ein Ton kommt. Wenn ich das erst wirklich löse, wenn da ein Ton kommt, dann habe ich es natürlich nicht getan. Aber ich habe jetzt nicht. Verstehe jetzt nicht, weswegen ich da gerade einen Zwang bekommen habe. Was ist auch mit der Pünktlichkeit? Also von meinem Verständnis her hätte ich da jetzt gerade eben hier in der PZP wachsam drücken müssen so und dann hätte ich innerhalb von X Zeit runter auf 70 gemusst und war ja halt, ich habe ja gelöst, ich war ja schon bei irgendwie was mit 78 und konnte ja so gesehen fast gar nicht wirklich reagieren, was das betrifft. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ich da falsch gemacht habe. Ich erinnere mich, glaube ich, an das Szenario. Das wird jetzt, glaube ich, gleich ein bisschen merkwürdig. Aber merkwürdig, der natürlich auch wieder im Auge des Betrachters. Nehmen wir es einfach mal anders. Okay, 499 Punkte, auch nicht schlecht. Sehr gut. Also wurde das mitgekriegt, dass der Sturm für Trümmer auf der weiteren Strecke gesorgt hat. Okay.
Störungen auf der Strecke zu mir, werden sie auf eine andere Strecke umgeleitet. Vergessen Sie nicht, dass Sie nur 70 km pro Stunde fahren dürfen. Das kriegen wir doch hin. Zwar nur 70 und so, aber das sind ja nur noch. So, ach ja. Okay, jetzt wird doch nicht komisch. Ich habe irgendwie was anderes im Kopf gehabt. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob es überhaupt. Ist das überhaupt ein Ding? Vor allem ist es ein Ding hier auf dieser Strecke, auf dieser Route. Typ Riegel, natürlich, gewinnen. Und dann ja, fahren wir mal nach Plettenberg. So weit ist das ja nun auch hier nicht. Über einen Ort fahren, Umleitung. Okay, die Umleitung ist erst in 4,5 Kilometern Luftlinie, alles klar. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Für den Rest, also die dürfen wir jetzt erst ab der Umleitung nur noch 70 km pro Stunde fahren, aber auch ab jetzt schon. Oh. Das ist jetzt wieder die Frage. Lassen wir es einfach schon mal bei jetzt schon. Safety first und so. Oh. Puh. Glück gehabt. Immer das heißt so nicht. Haben wir jetzt überhaupt noch ein Zeitding, wann wir da sein sollen am Plettenberg? Nee. Okay, dann können wir es ja ruhig angehen lassen. Also einigermaßen ruhig, ne? Dürfen wir 70, wir fahren jetzt mal 70 oder beschleunigen zumindest auf die 70 Kilometer pro Stunde. Wir müssen erst nochmal zur Umleitung und danach müssen wir nochmal weiter. Dürfen wir echt gerade 100 Kilometer pro Stunde hier fahren? Oder 110? Prinzipiell, wir bleiben natürlich bei der 70 Kilometer pro Stunde. Wäre ja blöd, wenn nicht. War ja stetig die Aufforderung.
Ach ja. Oh, ach, nee, wir müssen rüberfahren. Huch! Da ist der Baum, genau, da war ja was. So, da. Der Sichtfallton ist aber auch recht belastend. Habe ich natürlich nicht aufgepasst, weil ich woanders war. Okay, was jetzt hier, was passiert, der Fehler war, weiß ich. Der Fehler war nicht wirklich. Also ich habe zwar das gelbe Signal gesehen. Aber ich habe. Da ich gerade eben auf dem anderen Monitor wieder ein paar Nachrichten. Also ich gerade ein paar Nachrichten bekommen auf Discord, habe ich. Ja, nicht so wirklich aufgeachtet, wie es hätte sollen. Gott. 15 Uhr. Dann wäre das 16 Uhr. Dann mache ich das gleich anders. Dann werde ich gleich, bevor ich weiter aufnehme, nochmal Dings. Huch, unter die Dusche hüpfen, damit ich einkaufen kann. So. Also, wie gesagt, das war der Fehler war jetzt. Ich habe zwar das gelbe Signal gesehen, ich habe auch gesehen, dass das rote Signal bald kommt, aber ich habe nicht wirklich genug geschaltet. Ah, da hätte ich halt schalten müssen. Egal, die letzten paar hundert Meter können wir halt auch mit 35 fahren. Das ist ja kein Problem. Ich wollte irgendwas sagen, ich hab's wieder vergessen, verdammt. Shit. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, Menno. Ach ja, die Folge ist jetzt ungefähr 20 Minuten kürzer, als er eigentlich wäre gewesen. Scheinbar habe ich dann doch ein bisschen mehr, als ich dachte, nicht mitbekommen. Also schätze ich mal, ich ging einfach mal nebenbei. Ist ja gerade eh irrelevant, wir fallen eh nicht höher. Ich habe schon eine kleine Aufnahme hier gehabt. Okay, die erste Aufnahme waren halt 0 Sekunden. Also wie gesagt, das ich habe euch nicht begrüßt und so weiter. Also ich habe euch schon begrüßt, aber es wurde halt nicht aufgenommen.
So ist es gewesen. So sind 20 Minuten, also voraussichtlich 20 Minuten halt verloren gegangen. Wenn man einfach davon ausgeht, dass das Szenario halt 60 auf 60 Minuten angesetzt ist. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass es so passiert ist. Ja. Ja, ich hab was. In diesem Fall heißt der Fehler, dass ich halt zum einen die Magneten auf alle Fälle nicht sehe, beziehungsweise nicht beachte. Also sowohl als auch. Also ich sehe sie nicht, deswegen beachte ich sie nicht. Oder ich sehe, oder wenn ich sie sehe, dann, oder wenn ich was auf dem Boden sehe, dann spamme ich. Ja. Da hätte ich jetzt gerade, glaube ich, 20 km pro Stunde fahren müssen oder so. Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ich war fürs System war ich zu schnell. Ich hätte es selbstverständlich noch geschafft, aber klar, Sicherheitssystem und so weiter, ne? Kein, das ist ja. Sturm wird immer noch weitere berichtliche Übertrümmer auf der Strecke treffen ein, ja klar. Na gut, passiert halt, ist ja so. Kann man nicht ändern. Ich bin ja auch noch in einer Lernphase, so ist es ja nicht, ne? Muss ich übers rote Signal fahren? Sicher, ich meine schon. Oh, gerade grün geworden, holy. Ja, nur noch geradeaus, dann würde ich sagen, fahren wir eigentlich noch. Fahren wir schon direkt mit der 40 einfach dahin. Erledigen das Ganze. So, Gott, die Icons sich da schön mit Scheiße. So, die 40 Meter gleich. Oh, ich versuche, muss einschlackern. Was finde ich aus? So, zack und zack und zack.
Ja, dann haben wir das ja schon mal geschafft. Also wie gesagt, das Video ist okay, ist vielleicht 15 Minuten kürzer, als es eigentlich gewesen wäre. Es ist belastend, dass ich hier irgendwie immer noch mit Twitch da irgendwie drin bin. Warum auch immer. Beziehungsweise, dass das Handy noch irgendwie bei Twitch drin ist. Warum auch immer, obwohl es eigentlich gar nicht drin ist. So, dann wollen wir mal hier gemütlich anhalten und das Szenario abschließen mit drei Zwangsen. Ich glaube, das ist glaube ich kein neuer Rekord, aber teilt sich glaube ich Platz 1. Wunderbar, haben wir das auch geschafft. Wir stellen es zwar noch nicht, aber wir haben es geschafft. Musik, Willkommenshalle, Siefer. Von Dab. Hervorragend. Öffnen wir die Türen. Da wir jetzt hier nichts mehr machen müssen, gehen wir wieder auf Parkposition zurück. Dann müssen wir wahrscheinlich noch hier gleich ein. Ach was, das steht ja auch hier. Genau, richtig sind wir auf neutral und aussteigen. Mehr oder weniger. Okay, ich wollte eigentlich nicht auf. Ich wollte das weg haben, so. Da wir noch aussteigen müssen, belassen wir es einfach schon mal hier. Das ist schon offen alles. Okay. Wir werden das. Hervorragend. Wäre es praktisch, wenn man jetzt mit R irgendwie einen Regenschirm irgendwie aufmacht und dann den Sound nicht mehr hört oder einen anderen Sound hört. Aber gut, das ist auch wieder Schnickschnack, dann braucht man nicht. Von daher ist es irrelevant, dass es nicht existiert. Weil wir mussten ja nur einsteigen lassen, ne? Das war's ja. Wir müssen auch wieder verriegeln. Warum auch immer wir sie einsteigen. Wir müssen auch aussteigen lassen müssen, noch nicht. So, der Zug ist fürs Erste sicher und hoffentlich stürmt es nicht mehr lange. Richte jetzt Wende auf neutral. Und aussteigen. Ich würde nicht nass werden. Oh, unnötig nass werden. Puh. Na gut, dann vielleicht war es auch noch 10 Minuten. Sagen wir mal 12 bis 15 Minuten. Gut, die erste Haltegenauigkeit war halt voll von Arsch. Hey, Goldmedaille, hervorragend. Wir sind Level 17 geworden. Level 6 auf Rosigen Nord und ich glaube Level 5 auf hier PZ. Ach, PZB. Auf der 76. 7.2 DAB PBZFA. Wir haben dann schon eine gebraucht. Ich habe davon 49 Minuten mitbekommen. Also sagen wir mal, ungefähr 12 Minuten ist verloren gegangen. 48,5 Kilometer haben wir zurückgelegt und eine Goldmedaille. Yay, nice. I like it. Nächstes Mal werden wir dann Heavy Metal machen. Und danach geht es weiter mit einem, mit dem Dings, mit dem, wie heißt das, mit dem Fahrplanmodus. Und ja, sobald der Fahrplanmodus möglich ist, also was jetzt möglich ist, sobald wir auf einer der ganzen Routen die Szenarien abgeschlossen haben, also in diesem Fall wäre es noch Heavy Metal, weil das werde ich irgendwann noch machen und so weiter, weil das wird irgendwie nicht. Wie gesagt, wir machen das nächste Mal Heavy Metal. Und danach wird es halt einfach mal, wenn halt das letzte Szenario durch ist, so gesehen,
Das wird bei Rapid Transit wahrscheinlich nicht der Fall sein, oder? Nee, Rapid Transit wird nicht der Fall sein. Das wird bei Rosig Nord sein. Glaube ich, bei Great Western sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Ja, sind wir auch noch weit entfernt. Wirst du mal ein kleines Info-Video geben, wie ich den Fahrplanmodus so gesehen bespielen werde, wie ich die Strecken auswähle und so weiter. Da wirst du noch mal ein kleines Info-Video dazu geben, mal ein kleines Video dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl ein paar Minuten fehlen, obwohl die ersten paar Minuten fehlen, obwohl ich anfangs ohne Siefer gefahren bin und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, weswegen ich die Erde des Zwangs da bekommen habe. Ich habe nämlich. Vielleicht war ich auch zu langsam, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Oh, was ist wahrscheinlich? Ihr wisst es safe besser als ich. Ja. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, was auch immer ihr wollt, wie es euch gefallen hat und so weiter. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, ja klar, Daumen nach oben. Und ja, ansonsten abonnieren könnt ihr auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!